retten wir Melodia. You're right. Ich habe immer recht. We can't just sit here and wait. We must find Lady Melodia and rescue her ourselves. Mhm. Okay then. So, how do we get out of here? Die Wachen haben garantiert nichts drauf, also ist das nicht schwierig. Draußen sind Wachen postiert. Hier kommen wir nicht raus. Na toll. Warum verprügeln wir die nicht einfach? Ha, sie haben uns in ein Haus aus Süßigkeiten eingesperrt. Genau, wir fressen uns den Weg hier durch. Scheint nicht zu funktionieren. Scheiße. Wir könnten uns den Weg durch das Dorf mühelos freikämpfen. Sag ich doch! Aber das wäre nicht klug, wenn wir uns gewaltsam befreien, werden sie uns noch mehr misstrauen. Quatsch! Kann gar nicht sein. Wir müssen hier raus und Melodia retten. Fragt sich nur wie. Gibt's keinen Weg zu entkommen, ohne die Dorfbewohner zu gefährden? Doch, wir fressen uns den Weg. Aha. Raus. Was ist das hier? Im Sichtfenster ist ein züngeln wilde Flamme. Schön. Diese Küche ist sauber und ordentlich. Du siehst etwas auf dem Boden. Frisches Rindfleisch. Ja. Mit einer Flammenlanze gibt es ein tolles Pökelfleisch. Zucker, Salz, Mehl, unverzichtbare Zutaten für Zuckergebäck befinden sich in diesem ordentlich aufgeräumten Fleisch. Ja. Ha. Hm. Stirb. Eine Kommode aus Schokolade. Du entdeckst einen Gegenstand. Ich hätte mich da lieber durchgefuttert. Der Biskuitkuchen ist mit Puderzucker bestreut. Er ist so gut gemacht, kaum zu glauben, dass er ein Teil der Wand ist. Solide handelt sich hier oben. Gut, klar. Hey, ich glaube, ich hab's. Denk doch mal nach. Dieses Haus besteht aus Süßigkeiten. Wir könnten uns einen Weg ins Freie essen. Wir knabbern einfach ein Loch in die Wand. Das sag ich doch die ganze Zeit. Und dann könnten wir unbemerkt durch das Loch verschwinden. Verstehe, so könnten wir fliehen, ohne die Dorfbewohner zu gefährden. Seht ihr, tolle Idee, was? Ja, war ja auch meine. Also, wer macht das Loch? Wie? Ich frage nur, wer diesen großen Haufen Zucker essen wird. Ich kann nicht meine Also ich sollte wohl lieber nicht Mädchen und Süßigkeiten. Wisst ihr, sie sind nicht gut für. Danke, aber ich muss auch ablenken. Als Kind wurde mir stets gesagt, ich sollte nicht so viel Süßes essen. Das hält dich davon ab, du Idiot! Ich auch. Ich habe zwar nichts gegen Süßigkeiten, aber so viel Zucker zu essen ist nicht mein Ding. Dann macht jeder 2-3 Bissen. Ich mache es bestimmt nicht. Wer auch immer diese Idee hatte, sollte es selbst tun. Habe ich recht? Habe ich recht, Gibari? Ja, genau, Gibari. War deine Idee. Du musst dich da jetzt durchfressen. Hm, na gut. Ich mache es. Eat nur. Kann nicht mehr. Hey, willst du nicht etwas mitessen? Nur ein bisschen, vielleicht den Rand? Bitte. Schmeckt für eine Wand gar nicht so schlecht. Da scheint Erfahrung darin zu haben, Wände zu essen. Nein, danke, du bist fast fertig. Mach weiter, Gibari. Oh Mann, mir ist schlecht. Huch. Ich kann das nicht glauben. Du hast die Wand gegessen? Du bist verrückt. Bist du verrückt? Du bist verrückt. So. Was machst du hier, Trill? Wolltest du uns befreien? Ich glaube euch. Die Leute, die Lady Melodia entführt haben, sind auf dem Weg zum Scherenschnittdorf. Gott, dieser Kontinent ist so schön. Wenn ihr ihnen folgen wollt, müsst ihr diesen Weg nehmen, Kallas. Ich habe immer noch vor, ein paar Süßigkeiten für dich zuzubereiten, also pass gut auf dich auf. Okay. Scherenschnittdorf. Nach dem Dorf der
Naja, nein, nein. Raus, das Scherenschnittdorf. Ich dachte, ihr wären alle besessen, davon Scheren herzustellen, nicht, dass das so ist. Do not ask him for an answer. He will not feed us as we would a starving dog. He would never stoop so low. Not he, never. He is the judge that confronts and accuses us with his questions. Prepare yourselves, all of you. The day of his awakening is drawing near. After all these years, the legend of cursed Malpertio will finally come to fruition. He will walk our land reborn. There is no running. There is no hiding. Not from his wrath. Das hätte mich jetzt irgendwie beeindruckt, wenn ich nicht in so einem selten dämlichen abgestrangten Papier... Gott, Dorf wäre. Da hinten saß jemand Normales. Hallo du, normale Person. Es hat keinen Sinn, sie anzusprechen. Sie sagen Dinge, die keiner versteht. Und wenn sie angefangen haben zu tanzen, hören sie nie wieder auf. Ich glaube, man nennt es Abbau von Stress. Kennt ihr den Schrein der Geister? Der Schrein ist atemberaubend, aber auch etwas unheimlich. Gewöhnlich Touristen würde ich von einem Besuch abraten. Wenn ihr im Besuch, wer ihn besucht, dem unterscheiden. Erscheinen und unter Umständen ein Wesen einer anderen Welt. Ein Geist. Geister leben in einer anderen Welt. Doch ihre Stimmen und Gedanken überschreiten die Grenzen der Dimension. Manche sagen, diese Geister seien die Stimmen der Toten. Vielleicht sind es Verstorbene, die gar nicht wissen, dass sie tot sind. Es gibt mir jetzt irgendwie ein komisches Gefühl. Das mit den Toten war nur ein Spaß. Habe ich jetzt ein wenig erschreckt? Verdammt, dämlich. Frau mit Armband, was gibt's? Hast du dieser talentierten abstrakten Malerin was zu sagen? Ha, willst du mich etwa hochnehmen? Du wirst noch Schwierigkeiten bekommen, wenn du ältere Herrschaften veralberst. Ob ich Quarzmann kenne? Ich bin seine Ex-Frau Missia. Natürlich kenne ich ihn. Nur weil er das so möchte, werde ich wirklich nicht zu ihm gehen. Er muss mir erst seine Aufrichtigkeit beweisen. Schön. Soll er das mal tun? Aha. Befreit vom lärmenden Getöse täglich menschlichen Daseins schläft die Puppe friedlich und willenslos. Aha. Ich kann diesen Dorfbewohnern einfach nicht folgen. Sie hüpfen herum wie kaputte Aufziehpuppen und versuchen auf alles ihre bizarre Logik anzuwenden. Vor allem dieser einen, der ständig etwas von Malpertio plärrt. Der ist total durchgeknallt. Keinen Fuß hätte ich Lieses Irrenhaus setzen sollen, aber das Geschäft geht vor. Mhm. Was gibt's hier? Aus einem umgedrehten... Frage sei gar nichts. Cool. Ja, lauf doch. Oh Mann. Oh mein Gott. Oh meine Güte. Oh je. Yeah. So, das dürfte doch der Laden sein. Ah, hier. Wie haben mein Kind. Hmm.
doch alles gerne gekauft, also ich bitte euch. Warum denn auch nicht? So, was habe ich denn hier für Fotos? Magnus Giganticus. Wow, ist das wert. Hei, 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 hei. Galetta, die Kreatur, die im Tower auf Druaga lauert. Sieht lecker aus, schmeckt aber nicht nach Melone. Lebensraum Tower auf Druaga. Das müsste es gewesen sein. Ja. Ich will hier weg. Ich will hier raus.